Was ist dein Job? Hast du dieses Tor drauf? Boah, Abbruch. Ah, das fragst du dich am Ende immer, ne? Woran hat's gelegen, ne? Nein? Ja. Uff. Boah, meine Augen, Alter, ich sehe komplett verschwommen. Das ist ja krank. Jetzt, Christoph, jetzt musst du da sein. Ich bin jetzt da, musst ja, du ja da sein. Ah, oder auch nicht. Hier, jetzt guck mal. Zack. Mhm. Boah. Ha. Siehst du? Krass, mhm, einfach ja, krass. Mhm. Ja, jetzt so, ne? Jetzt mal kurz Kräfte sammeln für den zweiten Durchgang, ne? Und dann mit frischem Kopf nochmal angreifen. Na, Alter! Ah! Ich bin am Drücker, merkst du? Ich bin am Drücker. Christoph, findest du, ich bin ein ungeduldiger Mensch? Gar nicht. Als wär's nichts, Alter. Als wär's nichts. Ganz locker. Ja, die Kamerafahrt, die ist auch stark in dem Moment, ne? Da warst du drauf, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, Leute, das sind die pure Euphorie jetzt, ne? Ja, da fällt jetzt alles ab, ne? Jetzt noch 15 Minuten, dann haben wir das, ne? Noch 15 Minuten. Ja, dann machst du nichts, ne? 4-1, da kann man nochmal gegen Montez verlieren, ne? Also, Leute, macht euch nichts draus. Wenn ihr mich mal online irgendwo erwischt aus Versehen, ne? Da kann man auch mal, verlieren. Das schön. So, jetzt würde ich euch aber gerne nochmal das erste Tor zeigen, wo die Regie leider nicht ganz drauf war. Unfassbar. Einfach Außenriss in den Winkel. Ich kann nicht mehr. Du, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, ne? Heuberg, das hat er toll gemacht. Ich versuche jetzt wieder mal meine Kontaktlinsen reinzumachen, weil ich meine Brille vergessen habe, verloren habe. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich bin da echt schlecht drin. Ich werde es jetzt versuchen, mir da rein zu operieren. So. Wollen wir mal, ne? Links ist 180. Ach, scheiße, aber bestimmt halt beides dasselbe hier. Das ist hier eine Friemelarbeit, das ist ja genau was für mich nicht. Wahrscheinlich alle Kontaktlinsenträger denken sich jetzt, was macht der hier für eine Scheiße? Ich hab die Hände voll, Großer. Ja, ich hab normale. Na? Ja. Und was findest du, also wie findest du meine Form in dem T-Shirt? Das brauchtest du mal, ne? Ja, das hat ich sehe das doch in deinen Augen. Ne? Siehst du, wie die glänzen? Ja, siehst du meine Kontaktlinsen? Weil ich bin so schön. Hilfe. Hier, guck mal hier, das ist die neue Fashion Brand, ne? Macht euch gefasst. Never Not Loving ist die Gang. Wirklich, ich hänge an der Socke. Das bedeutet mir ganz viel. Ja, hast du eine emotionale Verbindung mit? Absolut, so meine ersten Sneaker-Socken. Wirklich? Meine allerersten. Ja, wir haben jetzt mal Zeit für die aller zweiten. Haben wir noch diese Herzsocken? Ja. Diese Herzsocken, Junge. Das sind Herzinfarktsocken. Kurz gefragt, kannst du mir die bringen? Wait a second. Bin drin, Leute, bin drin. Jetzt kommt diese Fahrstuhlmusik. Elevator Music. Und raus, Männer! Sorry. Falsche Seite. Ja, abgesperrt, Max. Hier ist abgesperrt. Ja, wo wollt ihr denn laufen? Ja, rum. Abgesperrt, da darf man nicht durch. Also, mal die Runde. Ja, ich denke, nur als Tourmanager kann er hier tun lassen, was er will. Sackgasse, wir müssen doch mal. It's my love song, love song, love, love, love. Ich glaub, du wirst mal ein love song, und ich hoffe, dass ich ihn dir irgendwann zeig. Das ist ja wie Motorradführerschein brauchst du hier für. Wild, das Ding. Erster Weg auf jeden Fall. Du nimmst das T-Shirt, hältst es so an und guckst erstmal, okay, wo ist denn meine Hüfte? Ja, dann knickst du das so ein bisschen, hast du ungefähr grob das Ding. Und das wird jetzt abgeschnitten. Soll gar nicht lumpen oder direkt loslegen?
Der Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Am Endprodukt sieht man nochmal, okay, war es gerade? Ja, war es ungefähr? Perfekt. Und dann hast du das Trendpiece für die Bühne. Na, ihr steppt also der, ne? Mhm, alles klar, toll. Stark. Hast du schon mal genug Material, Christoph, für den Vlog heute? Passiert echt viel, ne? Wir würden ein klassischer 3-Minüter heute. Stark. Das passt alles, Leute. Ne? Habt Spaß. Manit hatte noch nie so viel Bock in seinem Leben auf eine Show wie heute. Das ist geil, dass ihr den genießt. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Hey ja, ich will, dass du neben mir aufwachst und das wechselste Laub für Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Wie ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Hey ja, viel Dank. Let's go!